Kristalle wurden schon immer als Zeichen des Übernatürlichen gesehen. Die Art und Weise, wie sich das Licht in ihrem Inneren bricht, wird oft als magisch betitelt, was in den Zwischenlanden wörtlich zu nehmen ist. Die Kristallinen, geschliffen aus gigantischen Brocken dieses bläulichen Gesteins, sind magische Wesen, die sich die Macht ihrer Herkunft zunutze machen. Kristalline lassen sich fast überall in den Zwischenlanden finden, wo sie meist jene Kristalle beschützen, aus denen sie einst geschaffen wurden. Es ist unklar, wer sie erschaffen hat, doch scheinen sie noch immer auf dessen Rückkehr zu warten, sodass sie mehr ihre Geschwister aus den Felsen meistern können. Kristalline lassen sich ausgerüstet mit Speeren, Zauberstäben oder weiten Ringen, die als Chakrams bekannt sind, finden. Während all diese Kreaturen aus demselben Material zu bestehen scheinen, befinden sich diese in unterschiedlichen Stufen des Zerfalls. Sowohl in Kaelid als auch im Harlekbaum ist die Scharlachfäule in das Innere ihrer steinernen Körper gezogen, was diese enigmatischen Wesen ein Vielfaches gefährlicher macht. Sie kämpfen in unnatürlichen und schnellen Bewegungen, die einen unerfahrenen Reisenden schnell überrumpeln können. Die Kristallmagie, welche in der Akademie studiert wird, scheint von der Steinweisheit dieser arkanen Golems zu stammen. Gigantische Kristallsplitter werden als Waffe und Zauber verwendet. Dieselben Kristalle, aus denen ihre eigenen Körper bestehen. Diese totale Kontrolle über jenes Material könnte in ihrer Natur liegen. Einst gefertigt aus schimmerndem Gestein sind ihre Körper überaus robust. Mit der Ausnahme von stumpfen Schlägen sind sie beinahe immun gegen jeglichen Schaden, bis ihre steinerne Haut zu brechen beginnt. Sobald ihre Kristallkörper ein einziges Mal nachgeben, bringt sie selbst der leichteste Schlag aus dem Gleichgewicht. Trotz der Tatsache, dass sie nicht organisch sind, sind die Kristallinen doch am Leben, was sie mit dem großen Magiern Azur und Lusat in Verbindung bringen könnte. Als Träger und Übermittler des Arkanenstroms wurden sie von jenem Kristall namens Schimmerstein übermannt, weshalb sie in ihren Verstecken festwuchsen. Vielleicht, mit genug Zeit und Unterstützung ihres Schöpfers, wären diese mächtigen Magier eines Tages als beispiellose Kristalline wieder auferstanden.